So, willkommen zu EP16 mit Neuland Version 7. Das hat wohl bei der letzten Version einige Probleme gegeben mit dem Schalten der Fahrstraßen und der Ampelschaltung, was daran lag, dass das mit dem Lua-Laden nicht richtig geklappt hat. Deshalb möchte ich das nochmal zeigen. Ich nehme mal die Anlage. Das ist jetzt Neuland V7. So, und die lade ich mal. Und dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Schnitt und melde mich dann wieder, wenn die Anlage da ist. So, nachdem die Anlage nun geladen ist, starten wir das Ganze mal. Wir gehen also mal in den 3D-Mode, in den Anzeigemode und lassen das mal laufen. Als erstes, wenn ihr die Anlage neu runtergeladen habt, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr die richtige Lua-Datei geladen habt. Ich gehe mal hier drauf und hier ist jetzt zufällig die richtige. Wenn ich das neu runterladen würde, wäre hier eine selbst erstellte von EEP. Dann müsste ich sagen Lua-Skript laden, müsste in den Anlagenordner gehen, weil er guckt immer zuerst hier in den Lua-Ordner. Und wenn er dort nichts findet mit Neuland V7, dann erstellt er was. Und deshalb gehe ich hier mal wieder raus, gehe auf Ressourcen, gehe auf Anlagen, gehe auf Neuland V7 und nehme diese Lua-Datei Neuland V7 Lua. Ihr seht, ich habe auch die Fahrstraßen neu 001J in Fahrstraßen neu 001J-NL umbenannt. Dann kann es nicht mehr passieren, falls ihr das Rundum-Sorglos-Paket bereits in eurem Lua-Verzeichnis habt, dass das Originale geladen wird. Dann fehlen euch nämlich gewisse Routinen wie Ampelschalten und wie Fahrstraßen auflösen. Okay, also ich wähle jetzt Neuland V7 und sage hier Skript neu laden. Ihr seht jetzt auch im Ereignisfenster, hier wird jetzt gesagt P36 Toolbox NL, Slot Tap Data NL. Und Fahrstraßen neu 001JNL. Das heißt, dann sind die richtigen Dateien geladen. Das passiert, weil ich hier den Package Path zusätzlich noch auf C-Trend EEP Ressourcenanlagen Neuland V7 setze. Deshalb findet er alle Require-Anweisungen in diesem Pfad hier. Das ist wichtig, dass der Pfad auf das Anlagenverzeichnis zeigt. Warum mache ich das? Im Laufe der Zeit wird natürlich diese Lua-Geschichte immer größer. Das heißt, es kommen immer neue Signale dazu. Wenn ich das im Lua-Verzeichnis habe, dann habe ich eine Datei Fahrstraßen neu 001J-NL. Die hätte dann, wenn ich eine alte Version lade, Signale drin, die in der alten Version noch gar nicht auf der Platte sind. Das heißt, das wird crashen. Und deshalb habe ich entschieden, ich schreibe meine Lua-Dateien immer in das Anlagenverzeichnis. Dann habe ich immer passend zur Anlage auch die richtigen Lua-Daten. Das Einzige, was man eben beachten muss, ist, dass hier der Package Path auf dieses Anlagenverzeichnis, wo die Anlage reinkopiert ist, zeigt. Jo, das war es erstmal soweit. Jetzt wollen wir mal kurz schauen in die Lua-Dateien. Ich mache mal eben hier die Slot-Tab-Data auf, die neue. So, und hier gibt es natürlich zusätzliche Tabellen, und zwar Slot-Zug-Data und FS-Zug-Data. Das sind die gleichen Tabellen, die Perry auch genutzt hat hier für seine Fahrstraßenanmeldung. Und zwar nutze ich die einmal beim, da müssen wir noch die Fahrstraßen neu 01 aufmachen, damit man das mal zeigen kann. Machen wir auch mal auf. So, und dann habe ich hier die ganzen Fahrstraßen, das ist die Originalroutine. Ich setze natürlich überall den Trigger, damit ich die On-Signal-Funktion bekomme. Die brauche ich, um die Fahrstraßen vorzeitig aufzulösen. Ich zeige auch gleich nochmal warum. So, ist ein ganzer Haufen Fahrstraßen, ihr seht das. Das Ding hat ordentlich zu tun. Hier ist die Funktion, die habe ich auch etwas abgeändert. Die schaltet nicht mehr zufällig, sondern schaltet so, wie ich das will. Und hier haben wir diese Funktion on Signal.
EP und Signal. So, und hier habe ich natürlich zusätzlich zu den Abschalten der Fahrstraße noch das Setzen der FS-Zugdata mit reingenommen. Das heißt, damit habe ich den Zugnamen, der ist eindeutig der Fahrstraße zugeordnet. Hier oben habe ich ja nur eine Zuordnung Route zur Fahrstraße. Das heißt, die ist nicht eindeutig. Und wenn, ich zeige es euch gleich mal im 2D-Bild. So, und diese Funktion Zugdata setzen hat natürlich dann hinter oder hinterlässt hinterher eine Zuordnung zwischen Zugnamen und Fahrstraße. Und diese Geschichte ist dann eindeutig. Die Route ist in dem Fall nicht mehr eindeutig, weil ich ja nicht weiß, von welcher Fahrstraße kommt jetzt der Zug. Der kann ja von mehreren Fahrstraßen am gleichen Ziel anlangen. Und deshalb brauchte ich eine eindeutige Zuordnung. Und deshalb setze ich einmal beim Schalten der Fahrstraße den Zugnamen und übernehme den, wenn das Signal geschaltet ist. Ich hatte es vorher nur beim Bearbeiten übernommen, also hier oben. Und das hat dazu geführt, dass einfach ja, geschaltet wurde bei Anmeldung und während ein Zug noch auf der Strecke ist, kann sich schon weiterer anmelden. Das führt dann zu leichten Verfälschungen. So, dann habe ich zusätzlich hier sieht man es, Fahrstraße schalten, nein, hier sieht man es nicht. Hier habe ich zusätzlich zu dem, hier ist das in Anmelden, da sieht man hier auch, dass ich zusätzlich die Zugdata hier setze. Also ich ordne Fahrstraße dem Zugnamen zu. So, dann haben wir hier die ganzen Ampelanmeldungen. Da gibt es unten noch die Routine-Ampel schalten. Und hier habe ich FreeFS, das löst die Fahrstraße vorzeitig auf. Und hier gucke ich eben nach dem Zugnamen. Und dann weiß ich, welche Fahrstraße der befahren hat. Und dann kann ich sagen, okay, ich löse diese Fahrstraße auf. Ich zeige euch gleich an 2D, warum. Zusätzlich musste ich dann noch hier eine Funktion machen, Set New Zugname. Das brauche ich, wenn rangiert wird, weil beim Abkoppeln und beim Ankoppeln eventuell der Zugname ändert. So, das war das. Jetzt kommen wir hier an die Ampelschaltung. Die ist auch im Standard nicht drin. Sind auch noch nicht alle Ampeln aktiviert, aber es läuft schon ein Großteil der Ampeln hier über diese Ampelschaltung. Und das habt ihr natürlich nicht. Dann wird gemeldet, Ampel melden, Funktion nicht gefunden oder Nilwert oder sonst was. Habe ich gesehen an euren Zuschriften. Und dann führt das natürlich zu diesen Fehlern. So, jetzt gehen wir mal eben darum, warum ich die Abmeldung mache. So, gehen wir mal auf 2D, dann gehen wir mal auf, machen mal unter Neustadt, das ist ein schöner großer Bahnhof, Nordblick. So, setzen die Kamera dahin, machen das mal kleiner. Unten, ja, das ist ein bisschen zu klein, machen wir mal wieder, ja, jetzt ist er weg, da ist er weggesprungen. Da ist es. So, und jetzt gehen wir mal auf Fahrstraßen und dann seht ihr, ich habe hier bei der Zugeinfahrt, wo ist die? Da. Für jede Fahrstraße natürlich zig Fahrwege. Das geht hier zu jedem Bahnsteig. So, das ist aber noch nicht das Tragische. Hier kann ich ganz normal, hätte ich hier die Fahrstraße, die entsprechende auflösen können über den Kontakt. So, aber wenn der Zug jetzt rausfährt, nehmen wir mal ein Gleis hier in der Mitte. Dann muss er ja in der Lage sein, auch wieder jedes Gleis zu erreichen. Das seht ihr hier. So, und dann ist natürlich das Ziel vor dem nächsten Blocksignal. Das muss ich so machen, denn wenn nur eine Lok fährt und die löst hier die Fahrstraße, ich hätte hier das Ziel und die Lok wäre hier, wäre diese Fahrstraße frei. Der nächste Zug könnte fahren, obwohl er vielleicht hier vor dem roten Signal steht. So, und das ist hier, das ist bei Gleis 1, ist es glaube ich noch ein bisschen länger. Hier ist das Zielsignal und das steht immer vor dem nächsten Blocksignal, damit die Fahrstraße so lange blockiert ist, bis der Zug am Blocksignal vorbei ist. So, da ich aber nicht weiß jetzt, welche Fahrstraße oder von welchem Bahnsteig er kommt, ne, das heißt diese Fahrstraße hier, die nächste, hat wieder die gleichen Fahrwege und die gleichen Ziele.
Deshalb weiß ich nicht, von welcher Fahrstraße kommt denn nun der Zug. Und deshalb mache ich diese Funktion FS-Zug einlesen. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Kontakte gehen, wenn der über alle Weichen weg ist hier und nur noch auf seiner Strecke, dann kann ich hier sagen FreeFS und dann findet er den Zugnamen und kann sagen, welche Fahrstraße denn jetzt geleert werden muss. Und solange der Zug auf der Fahrstraße steht, ist die eigentliche Fahrstraße noch belegt. Aber die Weichen und Kreuzungen sind frei. So, deshalb dieser ganze Aufwand mit der Toolbox. Und das gleiche mache ich hier in der Bahnhofseinfahrt. Hier mache ich es nicht bei Zugschluss. Hier mache ich es dann ganz normal. Wenn der Zug diesen Punkt erreicht, das mache ich, weil der hier noch ein ganzes Stück unterwegs ist bis zum Ziel, aber die anderen Züge schon fahren können sollen. So, das ist der Trick dahinter, den ich da anwende. So, und dann gibt es eben im Güterbahnhof, da gehen wir mal hier unten hin, da müsste der sein. Da habe ich also festgestellt, die Züge haben ja meist hinten eine 01, 02, 03. Und wenn hier abgekoppelt wird, ist dieser Zähler von 03 vielleicht auf 04 gesprungen. Das heißt, wenn der von hier wieder in die andere Richtung fährt und die Fahrstraße ist geschaltet, passe ich hier den Zugnamen an, die Fahrstraße kenne ich, schreibe das weg und wenn ich dann über die weichen Signale bin, dann kann ich auch wieder diese Funktion FreeFS nutzen und die Fahrstraße freigeben. Das tun die immer, wenn die alle Weichen überfahren haben, aber noch auf ihrer Fahrstraße sind. So. Deshalb braucht ihr unbedingt diese Dateien, die da im Anlagenverzeichnis sind, also die jetzt mit der Endung NL, zeige ich das hier nochmal, also die neu 1J NL, Industrie ist für die Kühlhaus und Tanklager. So, dann Leuland V7, das ist die Hauptdatei. Und hier die Toolbox hat auch ein NL und Slot-Tab-Data hat auch ein NL. Das heißt, wenn ihr dann das originale Rundum-Sorglos-Paket im Lua-Verzeichnis habt, kann es nicht mehr passieren, dass zufällig eine falsche Lua-Datei geladen wird. Das ist bei einigen passiert, habe ich gesehen. Und zwar an den Ausgaben, da stand dann irgendwas von V20 und so. Das war also nicht das, was sein sollte. So sollte dann die Anlage laufen. Jetzt haben wir hier natürlich eine stillgelegte Anlage. Züge sind alle im Stall. Und jetzt gehen wir mal hier für die Gleise 5 bis 8 haben wir hier die Signale. Das heißt, ich sperre jetzt erstmal die Einfahrten. Moment, müssen wir hinten anfangen. 1, 2, 3, 4. Das ist die Einfahrt für die Gleise Nord, glaube ich. Das ist die Einfahrt für die Gleise Süd. So, und dann schalte ich jetzt hier die Ausfahrt. Die muss ich von Rot auf Grün schalten, damit die Züge herauskommen. So, schalte ich einmal Rot, einmal Grün und das gleiche für die Nordrouten. Einmal Rot, einmal Grün. So, und wenn ich dann von hier zum Kühlhaus wechsle, gehen wir mal aufs Kühlhaus. Da. So, Kühlhaus nach rechts gucken. Und dann seht ihr da unten die Signale für die Gleise 1 bis 4. An sich das gleiche Spiel. So, ich schalte erstmal die Einfahrten auf Rot, dass die Züge nicht gleich wieder im Depot verschwinden. Und ich schalte hier die einmal von Rot auf Grün. Rot auf Grün. Rot auf Grün. Rot auf Grün. So, wenn ihr dann hinterher wollt, dass die Züge wieder ins Depot fahren, einfach hier hinten die hinteren Signale auf Grün. Und dann fahren die Züge ein. Jetzt könnten wir mal nach Nordwestdorf gehen und dann werdet ihr sehen, dass da die ersten Züge rauskommen. Da oben ist schon einer von Gleis 1 und hier muss auch gleich einer rausgefahren kommen. Das sind die Ausfahrten. So, was ist neu? Ich habe ja ein bisschen weitergebaut auch. Und da gab es ja diesen Güterbahnhof unterhalb des Güterbahnhofs unter Neustadt, so ein Zwischenbahnhof. Und da habe ich ein bisschen weiter dran gebaut. Gucken wir mal eben, wo ist denn das Ding? Güterbahnhof, da. So, und zwar habe ich hier jetzt nochmal eine Straße von Unterneustadt hingemacht.
und an diese Straße kleines Dorf gesetzt. Da fehlen noch Texturen und Haltestellen und sowas. Und dahinter habe ich einen Reiterhof gebaut. Hier fehlen noch ein paar Pferde. So, und den Rest dieser Südwestecke habe ich mit Bauernhöfen befüllt. Das seht ihr hier, sind überall Felder. Da fährt schon ein Mähdrescher da ganz hinten und es gibt hier einen Bauernhof. Und wenn wir um die Ecke fahren, gibt es noch einen Bauernhof, sodass dieses Gelände hier schon ziemlich bebaut ist. So, rund um den Güterbahnhof. Und dann geht es da wieder mit einer Serpentine da hinten den Berg hoch und dann geht es über die Berge und man kommt am Güterbahnhof in Unterneustadt raus. So, und hier stehen praktisch die Züge bereit, die dann den Güterbahnhof Unterneustadt versorgen. Das ist soweit fertig. Dann gehen wir nach Unterneustadt Nordblick. So, hier war ja die Straße angefangen, die da den Berg hochgeht. Das Ganze habe ich jetzt inzwischen hier auch schon mal an einigen Kreuzungen mit Ampeln versehen. Und diese Straße habe ich jetzt weitergebaut. Die geht hier oben am Berg entlang. Und hier oben, das ist die Nordwestecke, gibt es dann auch noch mal so ein paar Häuschen und einen Bauernhof. Und dann geht es da durch die Berge weiter nach Nordwestdorf. Das ist das, was neu ist. Da geht es dann gleich in den Tunnel rein. Fehlt natürlich auch noch ein bisschen Begrünung. Und wenn wir durch den Tunnel durchgehen würden, oder wir können drüber gehen, dann sollten wir dort in Nordwestdorf gleich rauskommen. Auch hier gibt es schon einige geschaltete Ampeln, aber noch nicht alle sind fertig. So, das ist auch soweit schon mal sehenswert. Und jetzt müssten wir mal gucken, dass wir am Bahnhof wieder unter Neustadt. Nehmen wir mal wieder Nordblick, ob da vielleicht schon mal hier so ein Gleis 4 ist. Weil Gleis 4 haben wir ja bisher noch gar nicht befahren. Mal eben gucken. Der ist Gleis 4, fährt gerade los. Wir fahren mal mit. Und dann fahren wir mal eine Runde auf Gleis 4, weil Gleis 4 ist jetzt von der Landschaft her auch schon gut bebaut. Die Bahnhöfe haben auch schon ein paar Leutchen, die draufstehen. Und dann können wir jetzt hier mal eine Mietfahrt machen. Ihr könnt mir übrigens mal schreiben, ob das besser so ist, aus der Lokperspektive, aus der Zugführerperspektive, oder ob es mehr Sinn macht, das Ganze hier aus dem, also praktisch vor der Lok zu sehen. Ich finde immer diese Ansicht besser, weil da sieht man mehr. Wobei die Lokansicht natürlich auch nicht schlecht ist. Aber ihr könnt es mir ja mal schreiben, was gewünscht wird. Wir können auch beides machen. Wir könnten jetzt hier Gleis 4 befahren mit vorne drauf und Gleis 3 dann mal befahren aus dem Zugfenster. So, hier links seht ihr den Reiterhof. Und rechts gehen die Gleise runter, unter eine Brücke her. Dazu diesen Zwischenbahnhof. So, hier links und rechts die Felder. Hier kommt auch der erste Bauernhof schon. Da fahren natürlich dann hinterher auch Autos hin. Die gleichen Anzeigen verschwinden. Geradeaus fährt gerade der Mähdrescher. Der mäht im Augenblick auch nur die drei Felder. Der ist sonst noch gar nicht gesteuert. Fährt so, wie die Weichen stehen. Und hier ist der nächste Bauernhof. Jetzt links kommt die Ausfahrt vom Güterbahnhof, von diesem Zwischenbahnhof. Der fährt dann ja immer eine Runde über Gleis 3 und fährt wieder rein. Und das ist die Ausfahrt da links zum Güterbahnhof.
fahren wir durch dieses Tal, das nach Mittelstadt führt. Da gibt es ja auch noch ein Stahlwerk, was mal irgendwann mit Sand und Kohle beliefert werden soll. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Jetzt auch schon eine Bushaltestelle, wo der Bus anhält und auch die Türen auf und zu gemacht werden. Und zwar da links vom Stahlwerk. So, hier marschieren schon ein paar von diesen Zombies rum. Dem müssen wir winken. Der begegnet uns nämlich öfter am Tag. So, sind sie denn jetzt alle eingestiegen? Noch ein Gegenzug. Da siehst du, die Anlage ist neu gestartet, dann werden die natürlich alle nacheinander rausgelassen. Dann gibt es auch den einen oder anderen Stau, aber das relativiert sich nach ein paar Minuten. Aber jetzt sind wir noch in der Anfangsphase, da gibt es natürlich hier die ersten Bahnhöfe mit vollen Gleisen. Aber nach einer gewissen Zeit zerstreut sich das dann. Und weiter geht's. Hier fahren wir jetzt weiter in Richtung Nord. Durch eine kleine kurze Schlucht. Da ist übrigens der Kühlzug, der fährt zum Güterbahnhof und bringt neue Kühlwagen. Der Neustadt. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Wasser hingemacht. Zu über den breiten Damm. Da ist der Chemiezug, der auch zum Güterbahnhof mit Wagen. Und wir fahren jetzt auf Nordwestdorf zu. Das ist die
Bordecke oder die Bordseite der Platte. Doch nochmal ein Gegenzug. Und wir haben Einfahrt gekriegt für den Nordwestausbahnhof. Schon ein paar Minuten, dass die rumlaufen. Ja, und wir gucken jetzt auf den Übergang von ein- zu zweispurigen Straßen, der da immer noch zum Test läuft. Tja, 2 Minuten sind lang. Aber irgendwann geht's auch hier weiter. So, jetzt fahren wir hier durch 2 Tunnel und dann kommen wir an diese Nordwestecke, wo der Bauernhof ist. In diesem Tunnel sind übrigens die Depots von Gleis 3 und 4. So, jetzt ist hier links dieser kleine Ort mit dem Bauernhof, wo die Pferde und die Kühe laufen. Sieht man natürlich nicht, wenn man außen rum fährt. Von
der Straße her ist das besser zu sehen. Und jetzt fahren wir wieder zurück Richtung Unterneustadt. Es fehlt natürlich überall noch viel Textur, es fehlen noch Pflanzen, Bäume. Aber mittlerweile kann man hier schon mal rumfahren. Und als nächstes gibt es das dann für Gleis 5 und 6. Und zum Schluss machen wir die 8. Geht natürlich die Frame Rate jetzt gewaltig in den Keller. Aber ich habe immer noch nicht raus, woran es liegt, ob das jetzt die Oberleitung ist oder die vielen Schienen. Aber immer wenn viele Schienen liegen, geht auch die Frame Rate runter. Das hier ist schon wieder extrem langsam. Aber hier ist ja auch ziemlich fertig, viel mehr kann da nicht mehr passieren, glaube ich. Kommt auch immer drauf an, aus welcher Richtung man guckt. So, und hier verlassen wir jetzt diesen Zug und gucken mal eben noch die Straße, die da zu dem neuen Güterbahnhof geht. Dafür machen wir Westblick. So, das ist hier der Güterbahnhof. Ihr seht, der Kühlzug liefert da gerade an. Tankzug fährt schon wieder nach Hause, hat schon die Waggons getauscht. So, wenn man diese Straße nimmt, die hier rausgeht aus diesem Unterneustädter Industriegebiet, dann haben wir hier eine Ampelanlage, die auch mit Kontakt arbeitet. Das sind übrigens die alten Ampeln, die nur Halt und Fahrt kennen. Und hier geht es dann auch wieder am Berg hoch nach oben zu diesem neuen Dorf da am Güterbahnhof über die Berge. So, was ich auch runtergeladen habe, waren ja diese Begrenzungsverkehrs-, also Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Hier sieht man sie. Und einige fehlten, die konnte man sich aber selber machen. Aber viele sind auch schon dabei. So. Und jetzt sage ich euch noch eben, wie man das Ganze jetzt auch wieder beenden kann. So, wir gehen wieder auf den Einblick Kühlhaus. Da. Nach rechts. Da stehen wieder die Signale. Da gehen wir jetzt mal näher ran. So, und um jetzt die Züge wieder einfahren zu lassen, reicht es, die ganzen hier auf grün zu setzen. So, jetzt gehen wir auf die Steuersignale. Das ist die andere Seite. Zack. Und hier reicht es auch, dieses Signal, immer vorsichtig. Da hinten ist das Signal, was die Lua-Funktion abschaltet. Also immer dieses zweite. Und das vierte auf grün zu setzen. Und jetzt fahren auch die Gleise 5 bis 8 ein. Die verschwinden jetzt alle wieder im Depot. Wo es etwas länger dauert, ist der Güterbahnhof. Weil hier kann es passieren, wenn ihr die Züge ins Depot fahren lasst, dann können hier noch Züge bereitstehen. Dann rangieren die erst in Unterneustadt zu Ende, bevor diese Züge hier die Waggons dahin bringen. Und dann fahren die erst, wenn sie zurückkommen, ein. Also hier kann es eventuell ewig dauern, bis die Züge auch im Depot sind. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wer es runterlädt, viel Spaß damit. Mir macht es im Augenblick wieder sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei der Version 8. Bis dahin und weiterhin bleibt gesund, Kinder.